Servus, grüß dich und hallo. Nein, anders. Halli, hallo, hallo. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Survival Martin. Ich werde mich demnächst... Entschuldigung, Tourette. Ich werde mich demnächst jetzt und ab sofort mal darum kümmern, Wasser zu besorgen. Wenn man auf Wanderschaft ist und die Wasservorräte werden knapp, nicht so gut. Wasser ist wichtig. Ohne Wasser 3 Tage. Ohne Essen 3 Wochen, also kann man sich vorstellen, wie dringend das Wasser ist. Bear Grylls meinte in seinem Buch, was ich gelesen habe, die PET-Flaschen findet man ab und zu mal, weil die Leute ihren Müll in den Wald schmeißen oder keine Ahnung, wenn man sowas findet, Gold wert. Man kann angeblich in dieser Plastikflasche Wasser abkochen. Er sagt, pro 100 Meter über dem Meeresspiegel 1 Minute abkochen. Das heißt, wir befinden uns ungefähr 10 Meter Wasserspiegel, also allerhöchstens 1 Minute abkochen und dann soll man wohl dieses Wasser trinken können. Aber erstmal muss man Wasser finden. Also nutzt man die Gelegenheit, wenn man an einem See vorbeikommt, wie hier, Wasser einzufüllen. Oh, der Hund ist los. Und wir quasi jetzt Wasser füllen in Flasche. So. Jetzt müssen wir bloß noch eine coole Stelle finden, wo wir quasi ans Wasser rankommen. Oh, hallo. So, das sieht doch gut aus hier. Einwand tutti. Ist das nicht schön hier? Ist das nicht schön? So, das Wasser an sich sieht immer sehr gut aus und sehr klar aus, aber das kann natürlich auch täuschen. Ich werde mir jetzt Wasser ab... Na, jetzt hat der Hund hier natürlich die Scheiße aufgefühlt. Ich glaube, cleverer wäre ohne Rucksack. So. So, Wasser läuft. Fertig. Man kann schon sehr gut erkennen, da sind einige an Spurenelementen drin. Riecht das mir ganz normales Seewasser? Ihr kocht das ab, so wie der das gesagt hat, 1 Minute und dann testet das. Ich werde mir jetzt aus 3 Stöckern, die ich mir vorzugsweise schon mal zusammengesucht habe, eine Konstruktion zusammenbauen, die dafür sorgen wird, dass ich da meine Flasche in das Feuer hängen kann. Und dann schauen wir mal, ob die Flasche hält oder ob die Flasche platzt und einfach kaputt geht und das Wasser draus läuft. Laut Per Grylls, sein Buch, soll das wohl funktionieren. Ich habe extra auch noch, muss ich mal zeigen, eine Mehrwegflasche und eine PET-Flasche. Der Unterschied ist dünn und die ist etwas stabiler und dicker. Schauen wir mal, was funktioniert. Egal. Action. So. Wenn wir nicht allzu viel Höhe und Schnitz brauchen, kann ja so schwer nicht sein. Ich nehme mir mal einen alten Schnürsenkel oder irgendwelche Schnürchen aus irgendwelchen Pullovern oder von Zelten oder ach was weiß der Geier. Das tüttel ich einfach hier drum. Ich mache keine speziellen Knoten, sondern einfach nur tülütüla. So. Oh. So. Gucken wir mal, wie wir die Flamme brauchen. Je nachdem, wie wir sie brauchen, hängen wir die Flasche halt ein. So. Ich denke mal so, die Höhe. Das müsste passen. Das schneide ich noch ab hier. Das bimmel ich hier drum. Bimsel, bamsel, bimsel, bimsel. Und ich melde mich dann gleich zurück, wenn das Feuer an ist. Und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Hallo. Hallo. Oh, schalt aber ganz schön hier. So, Feuer brennt. Wie schon besprochen, jetzt hängen wir Flasche ins Feuer. Dazu zu sagen ist, ich habe hier vorne eine Dusche eingebaut. Nein, das ist 2-3 Löcher in den Deckel, weil ich mir sonst nicht vorstellen könnte, wo der Druck des Wassers hin soll. Der Wasserdampf quasi, der entsteht, um zum Abkochen und so weiter. Also, vorher nachgedacht, eine Flasche gespart. So, wollen wir mal. Einzigste Frage, die ich mir noch stelle, wenn es jetzt hier so im Feuer hängt, hält die Schnur das überhaupt aus? Weil die Schnur ist nicht mit Wasser getränkt. Hätte man ja mal machen können. Aber ich werde immer noch ein Stück hochhängen, weil ich brauche ja nur Unterhitze. Jetzt stellt sich mir auch die Frage, ob der Plaster wirklich hält. Ja, die Flamme ist schon recht hoch. Oh, fuck!
Es ist nicht so stabil, wie sie das haben. Egal, ich krieg das hin. Lass laufen. So, guck mal hier, alles gut. Gar nichts passiert. Schneiden wir einfach raus. Genau so. Guck mal hier, hängen wir wieder rein. Ah, die Mucke ist cool. Ah, die gibt ausgesucht. Ich würde sagen, wir pflanzen jetzt die Kamera vor das Feuer, lassen das mal laufen und beobachten das. Muss ja hier nicht sitzen bleiben, bis ich schwarz werde. Oh. Ja, ja, ganz schön, ganz schön hoch. So. Wir haben jetzt das Zeug ungefähr 10 Minuten auf der Flamme gehabt. Die Flasche hat gehalten, das ist schon mal sehr gut und du musst jetzt mal ganz dicht rankommen. Man sieht auch richtig gut die Blubberbläschen, die nach oben steigen. Und wir haben auch stellenweise hier oben aus dem Deckel, wo ich die Löcher reingemacht habe, wie es quasi so rausblubbert. Es geht auch langsam das Feuer aus, weil halt das Wasser, was von oben raus plübbelt, unten wieder rein toppelt. Aber man kann ganz gut erkennen, die Flasche hat sich verfärbt und ich gehe davon aus, dass es gereicht hat. 10 Minuten bei so einer Hitze dürfte eigentlich dem Abkochen gleichkommen. Jetzt sieht man ganz gut, wie die ganzen kleinen Bläschen, sieht man das an der Seite, wie die ganzen kleinen Bläschen, ich übernehme einmal ganz kurz vorsichtig, das ist eine schlechte Idee, so, muss man mal gucken, sieht man das, ja, gut, also, ihr habt auf jeden Fall erstmal einen Eindruck davon bekommen, ich werde jetzt die Flasche abnehmen, vorsichtig, und dann quasi erstmal abkühlen lassen und dann werde ich mal einen Schluck probieren. Jetzt erstmal die Flasche hier abkriegen. So. Das kann man ganz gut erkennen. Also wenn man jetzt mal hier so sieht, die Flasche hat sich ein wenig verformt, aber sie ist dicht. Und jetzt kann man auch ganz gut sehen, da drin scheint es auf jeden Fall. Ich mache heiß. Ich werde jetzt mal vorsichtig aufschrauben. Nee, geht nicht. Ich glaube, der Deckel hat sich verschoben. Nee, doch, es geht. So. Ja. Das Wasser ist definitiv heiß. Es ist nicht nur warm, es ist wirklich richtig heiß. Ich werde es jetzt mal hier ein bisschen abkühlen lassen. Und melde mich gleich zurück für meinen Probeschluck, wenn es ein bisschen kühler ist. Weil sonst heiß im Hals und so ist nicht gut. Ich werde jetzt dieses abgekochte Wasser hier probieren. Es ist zwar immer noch ganz schön warm, aber für den Magen wahrscheinlich bekömmlicher als kaltes Wasser. Also die Bläschen sind fast alle raus, ein paar sind noch. Egal, gut. So. Boah, das steht nach Regenwürmer. Das riecht wie die Regenbogensuppe. Regenwurm meine ich. Riecht nach irgendeinem Seewasser. Boah, das schmeckt räudig. Das schmeckt richtig nach, weiß ich nicht, vermoderten Ästen im See. Ich werde jetzt mal hier so ein Stück raustrinken, weil ich muss ja einen Referenzwert haben. Für mich wird nachher interessant, sollte ich hier im Wald plötzlich Durchfall bekommen, werde ich das dokumentieren. Ich versuche es so harmlos wie möglich zu dokumentieren. Wenn nichts passiert, passiert nichts. Und wenn es passiert, dann wissen wir, dass das Abkochen zwar toll ist, aber der normale Stadtmagen das nicht aushält. Prost. Schön warm ist es. Ist ja schon ein bisschen Herbst, aber perfekte Teewasser. Oh, jetzt nach dem vierten, fünften Schluck geht es. Oh, Gänsehaut. Oh. Wie immer muss man dazu natürlich sagen, dass es nicht super schmecken soll, sondern es soll ja einfach nur den Sterben herauszögern. Ich habe bloß die blöde Befürchtung, dass es mich zum Sterben führt, wenn ich danach Durchfall bekomme und dann hier Reizdarm und so mitten im Wald.
habe jetzt hier quasi fast die Hälfte weg. Ich hoffe, dass sie drin bleibt. Möchte diesen Survival-Selbstversuch als absolut bestanden und als erfolgreich abstufen, weil erstens, Flasche ist nicht kaputt gegangen. Also diese Geschichte mit von wegen ins Feuer hängen funktioniert wirklich. Auch die Schnur hat gehalten. Ich glaube, mit dem Löcher hier oben drin in dem Deckel, das war eine sehr gute Idee. Verabscheue mich, sage, wer schwitzt, stirbt und sage, tschüss, bis zur nächsten Woche.